Nun kommen wir zu einem weiteren Referenten des heutigen Tages. Ich darf nun vorstellen, Dr. Holger Strohm ist ein Mann, der über Atomkraftwerke und ihre wahre Gefahr spricht. Über Dr. Holger Strohm wurde geäußert von ganzen politischen Vereinigungen. Er wurde einmal als letztes Universalgenie Deutschlands bezeichnet. Was immer das heißen möge, wir haben es mit einem Mann zu tun, von einer außerordentlichen Tragweite, von einer außerordentlichen Größe, möchte ich mal sagen. Er wurde von hunderten Persönlichkeiten, Nobelpreisträgern, Unternehmern, Politikern aus über einem Dutzend Ländern für 3 verschiedene Nobelpreise nominiert. Wir haben ja heute schon von diesen Nobelpreisen gehört. Für die 9, die dazugekommen sind, Nobelpreis, das ist ein von dem schwedischen Chemiker A. Nobel gestifteter Preis für bedeutende wissenschaftliche Leistungen auf verschiedenen Gebieten. Das kann Physik, Medizin, Literatur und so weiter sein. Ich denke, Dr. Strohm hat vor allem auf dem literarischen Gebiet Großartiges geleistet. Er ist Autor von über 100 Büchern. Er hat über 150 geschrieben, habe mir vorher gerade einige gewidmet. Ich bin selber Autor von über 20 Büchern, also ich weiß, was Buchschreiben heißt. Aber Dr. Strohm hat mir seine Doktorarbeit gezeigt, die besteht aus einem Buch von diesen 150, allein aus 1300 Seiten. Also das ist ein ganzes Telefonbuch schon, das ist unglaublich, was der Mann geleistet hat. Man hört auch von ihm, dass er aus Hunderten von Büchern eben die Fähigkeit hat, das Ganze zusammenzufassen in einen Vortrag oder ein Buch, ein Universalgenie. Dr. Strohm ist Berater in einer Liga, möchte ich mal sagen, der oberen 10.000. Er hat amerikanische Behörden, US-Senatoren und Innenausschuss des Deutschen Bundestages beraten, war als Berater tätig bei UNO-Gremien und Premierminister wurden von ihm beraten. Olaf Palme zum Beispiel machte er dabei zu einem Atomgegner und entwickelte für ihn die skandinavische Schule, die für das erfolgreichste Schulsystem weltweit gilt. Natürlich wollen wir heute nicht darüber streiten, welche Schulsysteme gut, besser und am besten sind. Das sind einfach Zeugenaussagen, die sowas bezeugen und wir hören uns das an. Und ich denke, was jetzt nur dieser kurze Einblick in sein Leben gesagt hat, meine Meinung ist, den Mann möchte ich hören. Solche Männer haben wir nicht jeden Tag unter uns. Der Mann hat eigentlich 4 Doktorarbeiten geschrieben, aber wir stellen heute ihn einfach mal vor als Dr. Strohm. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir sind froh, dass Sie hier sind. Wir möchten auch Sie hören, was Sie zu sagen haben. Danke. Ich habe zu danken und bin immer sehr gerne in der Schweiz gewesen. Ich habe hier in den 70er und 80er Jahren viele Vorträge gehalten und möchte noch mal kurz darauf eingehen, auf den Film. Ich habe dort 2 Bücher, einmal Bankenmafia und einmal Euromafia, wo genau auf diese Dinge eingegangen werden. Denn die Kennedys kamen, der Vater, Joseph Kennedy, war der Capo di Tutti, der höchste Mafiosi Amerikas. Und seine beiden Söhne haben sich gegen die Mafia gewandt. Und klar, was dann passiert. Und dann zu meinem Vorredner mit der Wissenschaftlichkeit. Wie gesagt, ich habe mehrere Doktorarbeiten geschrieben. Die wurden alle abgelehnt. Und danach machten die Professoren steile Karriere. Und meine letzte Doktorarbeit musste ich vor Gericht durchfechten, wo die Richter entsetzt waren über das Ausmaß der kriminellen Energie. Und wo sie gesagt haben, wo leben wir eigentlich, wenn verbeamtete Professoren meinen, sie könnten das Recht nach Belieben brechen. Nun sollte eigentlich ein kurzer Trailer gezeigt werden. Und zwar, ich rede da mal weiter, bis das dann geschieht, zu einem Film Friedlich in die Katastrophe, besteht aus einem Hauptfilm und einem 4-stündigen Bonusmaterial mit den besten kritischen Professoren und Vertretern von Bürgerinitiativen.
Und das basiert auf dem Bestseller Friedlich in die Katastrophe, der schon 1973 veröffentlicht wurde. 4000 Literaturangaben, der jetzt ganz neu wieder veröffentlicht worden ist und von dem bis heute kein Fehler nachgewiesen wurde. Wir haben dieses Buch an 4000 der wichtigsten Persönlichkeiten in Deutschland, in der Schweiz und sonst wo ein paar Einschreiben geschickt, damit sie nie wieder sagen können, sie hätten mal von alledem nichts gewusst. Das hat dann dazu geführt, dass ich das zweite Berufsverbot bekommen habe. Danach noch ein drittes als Autor, in dem man alle meine Bücher vom Markt genommen hat und eingestampft. Ja, sowas nennt sich Demokratie. Kommt's? Gut. Großer Geist. Erhöre mich, erhöre mich, erhöre mich, erhöre mich. Die traurige Wahrheit ist, dass wir die Büchse Pandoras geöffnet haben und dass es kein Zurück in eine Welt gibt, die sicher vor dem nuklearen Wahnsinn ist. Was momentan passiert, ist im Grunde genommen, dass Flugzeuge gestartet werden, wo keine Landebahnen da sind. Wir haben ein Höllenfeuer auf Erden entfacht, das wir nie wieder löschen können. Einmal in der Biosphäre kann sich der Wahnsinn frei verteilen. Wir, die vernunftbegabte Spezies Mensch, sind dabei, uns auf ewig zu vergiften und unsere Nachkommen auf die brutalste Weise auszulöschen. Das heißt, mit meinen Worten, es ist ein Verbrechen, was der Menschheit angetan wird mit dieser Energieform. Deshalb heißt dieses Jahrhundert, vor dem wir stehen, entweder ein Jahrhundert des totalen Umbaus oder ein Jahrhundert der Gewalt, der Verteilungskonflikte und, ich würde sagen, der Dezivilisierung der Menschheit. Das ist die Alternative, vor der wir heute stehen. Ich hatte ein Team von jungen Menschen, Absolventen der Medienakademie in Hamburg kennengelernt. Und die haben mir gesagt, Holger, sowas kann keiner mehr lesen heute. Die Jugend ist auf Bilder fixiert. Wir müssen was Neues, Modernes machen, um sie zu erreichen. Und nun frage ich mich, woher kommt die Motivation, dass junge Menschen jahrelang unentgeltlich an einem Film arbeiten, dass zum Beispiel die Sprecherin Eva Mattes, eine bekannte Filmschauspielerin, oder Gunther Schoß, der beste Synchronsprecher Deutschlands, alle unentgeltlich an diesem Film gearbeitet haben. Normalerweise würde so ein Film 1 Million kosten rund. Wir haben es für 100.000 hingekriegt. Ich habe noch immer minus 40.000 Schulden, weil meine Aufgabe war, die Rechnung zu bezahlen. Und das habe ich auch gerne getan. Und ist die Frage, warum macht man sowas? Anfang dieses Jahrtausends hat Martin Rees als Präsident der Association for the Advancement of Science, das ist Amerikas bekannteste Wissenschaftsorganisation, die auch die Zeitschrift Science rausbringt, und später als Präsident der Royal Society of Science gesagt, dass wenn wir so weitermachen, werden wir dieses Jahrhundert nicht erreichen.
Keiner von uns. Einige Jahre später folgte Paul Crutzen mit einigen Dutzend Nobelpreisträgern in Nature, wo er schrieb, wir haben den Point of No Return erreicht, die Hälfte des Planktons im Meer ist weg, also unser Hauptsauerstofferzeuger. Die Korallenbänke sterben, auch schon 50%. Die Urwälder werden immer schneller abgeholzt, ob nun in Indonesien oder in Brasilien, völlig hemmungslos. Und das Meer und die Gewässer sind voller Plastik. Wir sägen praktisch auf jedem Ast, auf dem wir sitzen. Im Jahre 2007 folgte die Sondernummer vom Bulletin of the Atomic Scientist, einst gegründet von 28 Nobelpreisträgern, unter ihnen Einstein. Der Titel Five Minutes to Midnight, wo in vielen Artikeln davor gewarnt wird, dass das kriegerische und friedliche Atom oder beispielsweise die Nanotechnik und Genmanipulation als Kombination oder Klimaveränderung oder dafür sorgen werden, dass wir mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit bis zum Ende dieses Jahrhunderts nicht mehr existieren werden. Das sind unsere Urenkel. Wir rotten unsere Urenkel aus und fühlen uns richtig gut dabei. Keiner will es wissen. Die Medien haben über, das sind ja nun die höchsten wissenschaftlichen Gremien, übrigens die National Academy of Sciences hat er auch gewarnt, die Medien haben kein einziges Wort darüber geschrieben. Aber jeden Tag serviert man uns die Schuld unserer Urgroßväter auf dem Frühstückstisch, die Urenkel, die das ausbaden müssen, um davon abzulenken, dass heute das schlimmste Verbrechen aller Zeiten der Menschheit vonstatten geht. Wenn Gott das Leben geschaffen hat, die Genese, sind einige Menschen dabei, als Teufel sie zu vernichten. Das ist wahrlich satanisch. Atomkraftwerke sind eine dieser Gefahren. Pro Megawatt pro Jahr erzeugten Strom wird ungefähr die Radioaktivität einer Atombombe erzeugt. Aber mit dem Unterschied, dass die nicht in große Luft gesteuert wird und so weiter, sondern sehr viel gefährlicher und langlebiger ist. Unsere heutigen Atomreaktoren sind 1300 Megawatt und ihre Brennelemente bleiben 6 Jahre lang im Reaktor. Das heißt also 1300 Hiroshima-Bomben mal 6. Dann kommt noch ein höherer Abbrand dazu und zum Teil noch größere Einheiten. Das heißt, nach 6 Jahren haben diese Reaktoren ungefähr ein radioaktives Potenzial von 1000 Hiroshima-Bomben. Im Gegensatz dazu hatte Tschernobyl kaum etwas drin, weil das war nämlich ein Militärreaktor, wo waffenreines Plutonium erzeugt wird. Uran existiert als Isotop 235 und 238. Das mit 235 kann man spalten, mit 238 nicht. Und da der Anteil aber nur 0,3% ist, muss man ihn erhöhen auf mindestens 3%. Das geschieht in Zentrifugen. Aber bei Plutonium, 239, 240, das ist ganz schwer zu trennen. Deswegen hatte man eine Spezialkonstruktion in Tschernobyl, wo man die Brennelemente nach 3 Tagen rausgezogen hat, damit man dann das neu gewonnene Plutonium leicht abtrennen konnte in einer sogenannten Wiederaufbereitungsanlage. Es ist also ein ungeheures Potenzial in jedem Reaktor. Mit jedem Kilowatt wird 0,3 Milligramm radioaktives Material erzeugt, mit dem man über 1000 Menschen töten kann. Dies muss also ganz streng isoliert werden. Und dafür gibt es die sogenannte Reaktorsicherheit. In der Schweiz und in Deutschland gibt es keine Schweizer oder deutsche Reaktoren, sondern sie werden in Lizenz von amerikanischen Firmen hergestellt, General Electric und Westinghouse. Und die hatten große Probleme nachzuweisen, dass Reaktoren wirklich sicher sind. Und deswegen haben sie 230 schwerwiegende Reaktorprobleme
kurzerhand verfälscht, um sich die Genehmigung zu erschleichen. Richard Webb, das ist einer der führenden Reaktorexperten, der auch die ersten Atomreaktoren mitgebaut hat, hat mal in einem Interview gesagt, dass jeder Druckbehälter, in dem sich die Brennstäbe befinden, ohne weiteres bersten kann. Durch Sprödbrüche, durch die Radioaktivität, die aus der Kristallstruktur der Metalle einfach die Atome herausschießt, sodass das auseinanderbröselt. Er hat auch gesagt, dass Tschernobyl sehr viel sicherer war als deutsche Reaktoren. Das, was wir ja nicht so gerne hören. Und es gibt so viele Probleme, die nicht gelöst sind. Unsere alten Reaktoren sind weder gegen Flugzeugabstürze, Erdbeben und so weiter gesichert. Heute würde keiner dieser Reaktoren noch eine Genehmigung bekommen. Es gibt auch neue Probleme, die erst kürzlich entdeckt wurden. So zum Beispiel Protuberanzen, das sind große Sonnenausbrüche. Dann wird Plasma zur Erde geschleudert und dann wird die ganze Elektronik kaputt gehen. Die Leitungen, die Motoren mit ihren Kupferwicklungen, also alles geht kaputt. Was aber das Problem ist, dadurch können sogar Reaktoren atomar explodieren und Atombomben und Wasserstoffbomben so und so. Davor hat die National Academy of Sciences vor 2 Jahren gewarnt. Bis dato hat keiner dran gedacht. Weil so große Protuberanzen ereignen sich ungefähr alle 150 Jahre. Die letzte war 1857. Und da ist alles, was an Elektronik oder Elektrik existiert hat, kaputt gegangen. Atomare Störfälle können sich aber auch anders ereignen, nämlich Sabotage, Terrorismus und so weiter. Mit jeder Panzerfaust kann man einen Reaktor zerstören. Man schießt einfach durch. Und wir wissen ja, dass jetzt auch viele Asylanten kommen aus Tschetschenien, von Libyen, wo sie für Gaddafi gefoltert und gemordet haben und die sehr gut mit Panzerfäusten umgehen können, aber auch sonst, wie jeder, der beim Militär gewesen ist, kann das machen. Man fährt mit dem Pickup vorbei, stehen 2, 3 Leute hinten drauf und jeder hält mal rein. Und dann ist es vorbei mit der Nation, eine von der Größe der Schweiz. Die wird dann unbewohnbar. Nun ist das Problem, wenn so ein Unfall passiert, ganz gleich wie, und wir haben ja genügend gehabt, in Fukushima, in Tschernobyl, aber zuvor bereits in Windscale, in Großbritannien, in Kyschtym, in Russland oder in Harrisburg, in Amerika, ganz zu schweigen von den tausenden Störfällen, die wir jedes Jahr haben. Wenn sich nun solch ein Unfall ereignet, was passiert dann? Es gibt ein TÜV-Gutachten, das 2 bis 3 Stunden Gutachten, das sagt, so lange dauert es, bis die Wolke da ist und dann kann man keinen evakuieren. Großstädte so und so nicht. Ich meine, die Schweiz ist ja dicht besiedelt, bin gerade wieder durchgefahren. Das ist ja eine Stadt nach der anderen. Wohin mit den Menschen? Denn nach EU-Recht werden die Grenzen sofort dicht gemacht. Aber auch in Deutschland. Wie will man den Großraum München, Stuttgart, das Ruhrgebiet, Frankfurt, Berlin oder Hamburg evakuieren? In Hamburg müsste man über die wenigen Elbbrücken und man könnte nur nach Norden, weil in die Ostsee kann man nicht, in die Nordsee kann man nicht. Dänemark macht die Grenzen dicht. Da gibt es aber noch ein anderes Problem. Diese Menschen strahlen. Und wir haben den Fall McCluskey, eines amerikanischen Atomarbeiters. Der wurde nicht durch 1200 Substanzen verseucht, wie sie im Reaktor entstehen, sondern nur durch eine, Americium. Hat er geringe Mengen aufgenommen. Der musste in ein tonnenschweres Bleibett gelegt werden, was mit einem Kran von der Decke auf und ab bewegt werden konnte. Dann haben ihn ein 30 Ärzte geschützt in Fallout-Kostümen mit Atemsystem da dran, Bleiglas-Sichtvisieren und Stahlmanipulatoren operiert. Und danach musste Herr McCluskey ein 30 Jahre in diesem Raum bleiben. Seine Atemluft wurde ständig gefiltert, weil er Radioaktivität ausatmete. Und seine Fäkalien gingen per Fließband rein und sein Essen per Fließband rein.
Er hat überlebt. Aber wenn nun Menschen einer hohen Radioaktivität ausgesetzt werden, strahlen sie selber. Und wir haben im Zusammenhang mit Friedrich in die Katastrophe 1981 in jeder großen Tages- und Wochenzeitung Annoncen drin gehabt, ganzseitige, wo wir Minister angegriffen haben. Ich möchte mal die lesen aus dem Stern. Herr Apel, der war damals Bundesverteidigungsminister, sonst erfahren wir ja immer, wie die Bundeswehrmanöver ausgegangen sind. Im neuen Buch Friedlich in die Katastrophe lesen wir nur von Manövern, bei denen es um Atomkatastrophen geht. Da habe der Nord-Ostsee-Kanal als Grenze gedient, hinter der radioaktiv verstrahlte Männer, Frauen und Kinder zurückgehalten werden müssten. Über die Brücken kämen keine Menschen. Da stünden Panzer mit Schießbefehl. Haben Sie uns deswegen nichts von Manövern gesagt, weil es da keine Gewinner geben konnte? Sagen Sie nicht, Sie wüssten von nichts. Das Buch liegt Ihnen vor. Ende April ging an alle Mitglieder der Bundesregierung, an alle Mitglieder der Bundestages, an die Mitglieder der Volkskammer der DDR, an die National- und Bundesräte der Schweiz, an alle Bundesrichter die gleiche Einschreibspost. Jeweils ein Exemplar des neuen Buches Friedlich in die Katastrophe. Die müssten also alle Bescheid wissen. Auch, dass man Menschen im Falle eines radioaktiven Unfalls nicht helfen kann. Wenn man verseuchte Menschen behandeln will, das ist äußerst kompliziert. Man muss das Blut austauschen, man muss das Rückenmark austauschen. Wenn Menschen genügend Strahlung abgehabt haben, dann schält sich die Haut vom Körper. Das rote Fleisch, also wie ein Hummer, ist übersät mit Pusteln und Geschwüren. Der Mund löst sich auf, die Luftröhre, die Speiseröhre, der Magen, die Gedärme fangen an, sich aufzulösen, zu bluten und sich zu entzünden. Wenn man da helfen will, dann kann man zwar Chelatbildner verabreichen, das sind Chemikalien, die dann radioaktive Elemente im Körper binden und ausscheiden sollen und. Es ist nicht möglich, weil auch die Ärzte natürlich krank sind. Und diese Strahlenkrankheit, wenn man genügend abgekriegt hat, ist extrem schmerzvoll. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber selbst wenn wir keinen großen Reaktorunfall haben, im Normalbetrieb ist jeder Reaktor eine Gefahr. Wenn wir nun mal das Atomkraftwerk Brokdorf an der Elbe nehmen, das ist also neues, sehr modernes, da dürfen alleine Trilliarden Becquerel an radioaktiven Gasen abgelassen werden pro Jahr. Das ist eine 1 mit 15 Nullen hintendran. 10 Milliarden Becquerel Cäsium und Strontium 90. Also ich wollte erst noch einen Teelöffel da unten mit runternehmen, hochnehmen, das habe ich vergessen. Mit einem Teelöffel Strontium, da reicht aus, um jedem Menschen auf der Erde seine höchst erlaubte Dosis zu verpassen. Und dort sind in dem Reaktor Tonnen an hochgefährlichen Substanzen. Wenn die frei werden, kann uns keiner mehr helfen. Ich war kürzlich in Fessenheim in Frankreich, habe den Film vorgestellt. Und dort stand überall in den Zeitungen Überschriften, 53% der Franzosen und 48% der Französinnen erkranken an Krebs. Als ich ein kleiner Junge war, da gab es kaum Krebs. Wenn, aber ganz uralten. Aber Kinder schon gar nicht. Heute haben Säuglinge schon Krebs. Und es gibt eine Studie von 14 amerikanischen Gesundheitsämtern aus dem Jahre 1968, die besagen, wenn wir den Krebs verringern wollen, gibt es nur eine Methode, dafür zu sorgen, dass sogenannte Kanzerogene, also gefährliche Chemikalien und die Strahlung, nicht in die Umwelt gelangt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Vor Tschernobyl war der erlaubte Toleranzwert pro Kilogramm Nahrung 0,3 Becquerel. Nach Tschernobyl war 500. Nach Fukushima wurde auf 1350 erhöht. Nun haben wir das Problem in Fukushima. Viele Menschen meinen, das wäre ja alles gegessen. Ist es aber nicht.
Es gibt dort ein sogenanntes Abklingbecken. Das ist ein großer Swimmingpool, wo 1500 Brennelemente drin sind. Jedes hat 280 Brennstäbe. Und da da Risse drin sind, hat es auch Explosionen gegeben, sogenannte Knallgasexplosion, weil die Strahlung das Wasser aufspaltet in Wasserstoff und Sauerstoff und dann rumst es gewaltig. Die ganzen Pfeiler sind marode, da gucken die Armierung, die Stahlträger raus und es sind Risse in diesem Becken und da läuft das Wasser raus. Und nun muss man mit Wasserkanonen Wasser draufkippen. Nun möchte man dort die Brennelemente rausziehen, um sie woanders hinzubringen. Und da hat man uns Bilder gezeigt vom intakten Abklingbecken, was gar nichts mit Fukushima zu tun hatte, wie sie dort die Brennelemente rausziehen. Aber das Problem ist dort, dort hatten die Brennelemente sind verbogen und zum Teil hatten sie Chor verschmelzen, die sind aneinander verklebt, als das wieder erkaltete. Wenn ich die nun rausziehe, dann habe ich das obere Drittel am Haken hängen. Wenn ich dort Menschen reinschicke, die stehen am Abklingbecken am Rand, eine Minute und dann sind sie tot, das geht also nur ferngesteuert. Und selbst diese Roboter, die werden durch die radioaktive Strahlung zersetzt, das geht also nicht lange. Ob die das schaffen, die dort rauszuholen, ist sehr fraglich. Und in dem gesamten Komplex gibt es 7500 Brennelementen. Aber ein weiteres Problem da drin ist, dort befinden sich Tonnen an Plutonium. Und Plutonium ist die gefährlichste Substanz. Sie ist nicht beherrschbar. So wie sie mit Luft oder Wasser in Berührung kommt, oxidiert sie. Sie schwebt als kleines Partikelchen davon und das kann eingeatmet, gegessen oder über die Poren eindringen. Und selbst die kleinste Menge an Plutonium, weniger als ein Milliardstel Gramm, führen hundertprozentig zu Krebs. Aber Plutonium ist auch das Bombenmaterial, denn das ist der Grund, warum Atomreaktoren gebaut werden. 1957, ich habe ein streng geheimes Dokument, was aber nicht mehr geheim ist, deswegen darf ich darüber sprechen, hat Adenauer, der damalige Bundeskanzler, und sein Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß gesagt, wir brauchen Atombomben. Und deswegen müssen wir Atomreaktoren bauen. Und um die Elektrizitätsversorgungsunternehmen dort reinzulocken, hat man hunderte Milliarden an Steuergeldern reingesteckt. Zurück zu Fukushima. 6 Kilogramm Plutonium reichen aus für eine Hiroshima-Bombe. Wenn man die in Flüssigkeiten auflöst, reicht schon eine Kilo, sogenannte Rucksack-Atombomben, aber dort sind Tonnen drin. Und wenn die verschmelzen und dann bei Explosionen, weil da drin sind ja 1200 Isotope, die zerfallen, die bilden dann spontan Sprengstoff. Die Umkleidung dieser Brennstabhüllen sind aus Zirkaloy. Das ist das Zeug, was man im Blitzkameran drin hat, wo es den hellen Blitz gibt. Die können explodieren. Und dann kann das Plutonium zusammengedrückt werden und dann gibt es eine gewaltige Atombombe. Nicht so eine richtige Atombombe, denn da geht es ja um den möglichst größten Knall zu erzeugen und möglichst wenig Radioaktivität. Hier ist es gerade umgekehrt. Es wird nicht diesen effektiven Knall kommen, weil das ja überall hin kann, aber es wird ausreichen, um alle umgebenden Reaktoren, da sind ja 6 Blöcke, vielleicht mit zu verdampfen und eine gewaltige Menge an Strahlung rauszustoßen. Das ist dann das Ende von Japan. Und für diesen Fall hat man schon die Gesetze in der Schublade. Dann wird das Kilogramm Nahrung auf 4000 Becquerel erhöht, also von 0,3 auf 4000. Da sind wir bei dem 13.000-fachen. Hinzu kommt, dass in Japan das 12.000-fache an Strahlung im Vergleich zu Tschernobyl ist. Das zeigt also, selbst wenn es am anderen Ende der Welt ist, sind die Dinger gefährlich. Und was an Strahlung einmal draußen ist, geht nie wieder raus aus der Umwelt. Das Plutonium wird hier angeschwemmt, an den Stränden verdampft, geht nach oben, regnet wieder ab. Und man kann es nicht beherrschen. Man will ja diesen hochaktiven Müll in Glaszylinder einschmelzen, mit dichtrostendem Stahl umgeben. Und dann in Salzbergwerken oder aber in Granit einlagern.
In Amerika hat man das gemacht, in dem härtesten Granit. Und dieses Plutonium wandert jedes Jahr etliche Meter. Und diese hochaktiven Substanzen, für die es keine Möglichkeit gibt für eine Endlagerung, müssen nach Angaben des Governing Councils der UNO mindestens 20 Millionen Jahren aus der Umwelt ferngehalten werden. Was natürlich völlig unmöglich ist. Aber man stelle sich mal die Kosten dafür vor. Die Amerikaner haben schon vor 20 Jahren gesagt, für Amerika, für die Entsorgung des Atommülls rechnen sie 4 Billionen Dollar, also 4.000 Milliarden. Aber wenn wir nun mal rechnen, dass wir nur eine einzige Endlagerstätte hätten und nur eine einzige Person, die bewacht, heißt also 24 Stunden, drei Personen, noch eine für Urlaub, Krankheit und Bildung dazu. Und nun nehmen wir mal an, dass jeder von Ihnen 50.000 Euro an Kosten verursacht, mit Jeep und Maschinengewehr und was die so alles brauchen, dann wären wir also bei 200.000 mal 20 Millionen. Dann wären wir wieder bei 4 Billionen. Und das sind Kosten, die nie berücksichtigt worden sind bei einem Atomkraftwerk. Oder aber, alle deutschen Atomkraftwerke sind für einen Schaden von 3,7 Milliarden Euro versichert. Wenn da aber was passiert, so sagt das Öko-Institut in Freiburg, entsteht mindestens ein Schaden von 20 bis 30 Billionen. Und wenn die ganze Schweiz nicht mehr bewohnbar ist, kann das durchaus noch erheblich mehr werden. Mal ganz abgesehen von dem Leid der Menschen, die natürlich nicht zählen, weil keine Versicherung würde jemals so etwas versichern. Aber wenn wir nur auf 80 Milliarden Schaden hochgeht, hat das Prognos-Institut in Basel errechnet, kostet die Kilowattstunde 2 Euro. Nur durch die Versicherung. Wenn wir nun aber hochgehen würden auf 50 Billionen, dann würde so eine Kilowattstunde Atomstrom, um die zu versichern, auf diese Höhe über 1.000 Euro kosten. Das ist also der billige Atomstrom. Da die Atomenergie so immens gefährlich ist, hat man ganz offen im Bundestag auf Anfragen und in Landesparlamenten gesagt, werden selbstverständlich die Atomgegner polizeilich überwacht. Denn man muss das Risiko für Sabotage einschätzen können. Und Sabotage ist nun wirklich kein Problem. Wir haben in Amerika das General Accounting Office. Das ist sowas wie der Bundesrechnungshof, nur mit viel mehr Befugnis. Die haben ein Dutzend Teams zusammengestellt, jeweils mit 6 Soldaten, Spezialisten. Und hat gesagt, ihr geht in das Atomkraftwerk rein und bringt uns eine Seite aus dem Betriebsbuch oder irgendwas mit als Beweis, dass ihr da drin wart. Alle 12 hatten Erfolg. Und die Atomkraftwerksbetreiber haben überhaupt nichts gemerkt. Und auch Greenpeace stürmt ja ab und zu mal einen Reaktor, dann mit Leitern rüber über den Zaun und dann sind sie drin. Irgendwann werden sie dann abgeführt. Also auch das ist gar kein Problem. Das heißt also, die ganze Szenerie muss lückenlos überwacht werden. Und davon kann ich ein Lied singen. Ich habe ab 1970 über ein Dutzend Bücher gegen Atomenergie auf den Markt gebracht und war denen ein Dorn im Auge. Und das habe ich zu spüren bekommen. 3 verschiedene Berufsverbote. 3 Mordanschläge. Ich musste 10 Jahre ins Exil nach Portugal, weil man mir gedroht hat, dass meine beiden kleinen Söhne sonst verunglücken könnten. Ich habe Terror und alle möglichen Arten an Unterdrückung erlebt. Aber ich will nun nicht über mich klagen. Ich möchte mal ein paar andere Leute erwähnen, wie es denen ergangen ist. Zum Beispiel Dr. Fritz Sturim, ein promovierter Physiker und Gymnasiallehrer. Er hat die Bauern um Brockdorf informiert und geschult darin, wie gefährlich Atomkraftwerke sind. Und das hat dazu geführt, dass die letztendlich dann nachher dagegen demonstriert haben. Darauf hat man Fritz Sturim 3-mal verhaftet und in Einzelhaft, Isolierhaft gesetzt als Terrorist. 3-mal wurde er freigesprochen und hat dann rund ein Jahr im Knast gesessen. Kein Prozessbeobachter wurde zugelassen, nichts. Das ging alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Terroristentrakt.
Danach war Storim arbeitslos. Sein Job als Beamter war los. Robert Jung, der auch in meinem Film mit drin ist und dort gesagt hat, dass die Atomenergie der Superhitler sei, daraufhin hat die Atomszene in Deutschland und die Grünen geschäumt vor Wut. Der wäre Holocaust-Leugner und der Strom auch, weil er nicht zensiert hat und Nazi. Ich habe 3 Berufsverbote als Linker bekommen, weil ich angeblich Kommunist bin. Bin ich nicht, aber spielt ja gar keine Rolle. Wenn man einen zur Strecke bringen will, dann findet man schon Wege. Robert Jung ist Jude gewesen, ist tot. Seine ganze Familie ist im KZ umgekommen, er hat überlebt. Er ist ein bekannter Schriftsteller. Er hat den alternativen Nobelpreis bekommen und war in Österreich Bundespräsidentschaftskandidat, der auch eine beachtliche Stimmenanteil bekommen hat. Da wurde in Deutschland angeklagt wegen Redelsführerei, Landsfriedensbruch, Aufforderung zu Gewalt und dergleichen. Und das hat dann ein gewaltiges Aufsehen bekommen. Franz Josef Strauß, der zum Opernball nach Wien wurde, wurde nicht eingelassen. Die Zöllner sagten ihm, er würde in Österreich gesucht wegen Landsfriedensbruch, Aufforderung zu Gewalt und so weiter. Und ebenso ist es in der bayerischen Wirtschaftsdelegation gegangen. Robert Jung wurde letztendlich freigesprochen. Als nächsten möchte ich mal erwähnen Helga Vohwinkel, Oberstudienrätin, also ganz konservativ. Die hatte gegen das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich geklagt, weil das auf einer Erdbebenlinie gebaut wurde. Und dem Gericht, die haben dem stattgegeben, der Reaktor durfte nicht in Betrieb gehen. Daraufhin hat man Frau Vohwinkel morgens um 4 überfallartig die Tür eingetreten, einen Sack über den Kopf, sie gefesselt und dann an den Füßen die Treppe runtergeschleift, als sie mit dem Kopf auf die Treppe aufgestoßen ist. Dann wurde sie ins Gefängnis gesteckt, dann kam ihr Anwalt, dann musste sie wieder rausgelassen werden. Ich gebe nur mal so ein paar kleine, kurze Beispiele unter vielen. Ein weiterer Fall mit dem Atommüll, Frieda Wagner. Frieda Wagner ist ein preisgekrönter Regisseur, der den Grimme-Preis in Silber und Gold, den Europäischen Fernsehpreis und bekommen hat, der Jahrzehnte lang für die ARD und ZDF gearbeitet und produziert hatte. Der hat einen Film gemacht, Todesstaub. Weil das wissen kaum Menschen, der radioaktive Müll aus der Wiederaufbereitungsanlage und aus den Anreicherungsanlagen, also das Uran, was auch mit Plutonium zum Teil dann verseucht ist, das ist sehr schwer. Und das nimmt man für Gefechtsköpfe, um die durch die Panzer durchzuschießen. Oder aber, um im Iran im 20. Stock unten eine Bombe zu zünden. Und dann rauscht das durch die Reibung, erhitzt sich das auf 4.000 bis 5.000 Grad und explodiert dann. Und dann bilden sich kleine Nanopartikelchen, die in den Körper reingehen, die mit dem Wind von überall hin transportiert werden, die durch die Zellen gehen, also die nicht beherrschbar sind. Und die Alliierten in ihren demokratischen Kriegen, selbstverständlich, früher war das für Gott und Vaterland, heute ist es für die Demokratie, die haben die in Libyen, in Syrien, in Kosovo, in Jugoslawien, Afghanistan, Irak, überall eingesetzt. Und schon nach dem ersten Krieg im Irak hat man gesehen, dass die Krebshäufigkeit sich verdreißigfacht hat, dass vergrüppelte Kinder, die wir vorhin auch in dem Trailer gesehen haben, mit den grausamsten Deformationen, dass sie um das 50-fache auftraten. Und Frieda Wagner hat diesen Film gemacht, zusammen mit Sir Professor, Dr. Doktor, er hat 6 Doktortitel, Horst Siegwart Günther. Horst Siegwart Günther hat im Dritten Reich wegen Widerstandes im KZ gesessen, war Offizier, aber man hat ihn nicht erschossen, weil sein Körper durchsiebt war mit Granatensplitter. Die haben gesagt, das stirbt so und so, ist er aber nicht. Danach, weil er in der DDR war, wurde er nach Nordafrika geschickt. Er hat dort
die Regierung behandelt, Ministerpräsidenten und Minister im Irak, Syrien, Iran, Ägypten und so weiter. Die Medizinstudenten wurden nach seinen Büchern unterrichtet und er hat überall Krankenhäuser gebaut. Er hat auch mit Albert Schweitzer in Lambarene zusammengearbeitet, jahrelang. Er hat in England Forschung betrieben, für den er von der englischen Königin geadelt wurde. Er hat in 30 Ländern die höchsten Auszeichnungen bekommen. Und er ist Ehrenbürger von Hiroshima und Nagasaki, wurde mehrfach für den Friedensnobelpreis nominiert. Also ein Gutmensch, auf den alle Deutschen stolz sein sollten. Aber nachdem er diesen Skandal mit der Uranmunition aufgedeckt hat, hat man ihn sofort verhaftet. Und da hat man versucht, ihn dreimal zu ermorden. Beim dritten Mal ist ein Geländewagen ohne Nummernschild in der Nähe von München bei Pullach, also wo der BND sitzt, über den Fahrradweg weg und hat ihn auf dem Gehweg erwischt und schwer verletzt und dann Fahrerflucht gemacht. Davon hat sich Horst-Siegfried Günther nie erholt. Er lebt heute im Pflegeheim in der Nähe von Husum. So sieht's aus, wenn Atomgegner oder Menschen auf Verbrechen hinweisen. Sie werden ausgeschaltet. Und das hat wirklich nichts mit Demokratie zu tun. Deutschland ist keine Demokratie. Ich habe das US Senate Committee on Government Operation beraten und mir haben mehrere Senatoren gesagt, ihr seid bis zum Jahre 2099 amerikanische Militärdiktatur. Und bis dahin werdet ihr amerikanisch sprechen und werdet dann eingemeindet. Nun hatten wir ja den Skandal mit der NSA und so weiter und so fort und Merkel, vorher, das war ja ein Witz, ich meine, Obama stellt sich hin und der Bundesinnenminister Friedrich und Merkel sagt, es werden nur Terroristen überwacht. Und auf einmal waren sie die Terroristen und wir haben das doch von höchster Stelle bekommen. Frau Merkel verschweigt aber, dass die deutschen Dienste die besten Schnüffler in der Welt sind und alles ausspionieren. Ich stehe unter Telefonüberwachung und Internet ist mir abgestellt worden. Also Christoph Hörstel, der hatte das dann ins Internet reingesetzt mit meinem Telefon. Immer wenn ich politisiere am Telefon, wird es abgestellt für Stunden oder Tage, jeweils nach dem, was ich gesagt habe. Dann hat er das reingestellt ins Internet. 48.000 Klicks in 2 Tagen, viele böse Mails an die Telekom mit Drohung, dass man abbestellt. Und siehe da, seitdem habe ich keine Probleme mehr mit dem Telefon, aber noch mit dem Internet. Frau Merkel muss wie alle anderen Bundeskanzler die sogenannte Kanzlerakte unterzeichnen. Darin muss sich absoluten Gehorsam gegenüber Amerika verpflichten. Ich habe in anderen Interviews gesagt, ich möchte, dass Frau Merkel die Kanzlerakte öffentlich macht und was man dort unterzeichnet hat. Willy Brandt hat sich damals geweigert. Da hat man gesagt, wenn er das nicht unterzeichnet, darf er kein Kanzler werden, weil in Deutschland hat Amerika das Sagen. Obama hat das ganz deutlich gesagt. Deutschland ist und bleibt ein besetztes Land. Und Herr Schäuble, Bundesfinanzminister, der zweimal wegen Korruption zurücktreten musste, einmal Flick-Affäre und einmal hatte er Kuverts mit Bargeld mit mehreren 100.000 entgegengenommen. Da wurde er danach ja Bundesfinanzminister, da darf er dann mit 100 Milliarden jonglieren. Und da hat er gesagt, seit 1945 waren wir nicht eine einzige Minute souverän. Das stimmt. Aber wie man sieht, wie die rumeiern, die Politiker, die Journalisten, keiner wagt darüber zu beschreiben. Keiner. Wir werden systematisch belogen auf allen Gebieten. Was kommt ja noch schlimmer. Die Menschenrechtskommission der UNO hat uns 2011 bestätigt, dass wir keine Demokratie sind, dass wir sämtliche Menschenrechte brechen. Zum Beispiel heißt es hier,
Alle Kategorien von Meinung genießen Schutz. Seien sie politischer, wissenschaftlicher, historischer, moralischer oder religiöser Natur. Es ist unvereinbar mit Absatz 1, das Vertreten von Meinungen zu kriminalisieren. Das Schikanieren, Einschüchtern oder Stigmatisieren einer Person, einschließlich Gefangennahme, Haft, Prozess oder Gefängnis, aufgrund ihrer Meinung, stellt eine Verletzung des Artikel 19 Absatz 1 dar. An anderer Stelle heißt es, Gesetze, die zum Ausdruck gebrachte Meinungen über historische Tatsachen unter Strafen stellen, sind unvereinbar mit den Verpflichtungen, die der Pakt der Vertragsstaaten in Bezug auf Achtung der Meinungs- und Meinungsäußerungsfreiheit auferlegt. Der Vertrag lässt kein Verbot zu. Wir wissen, dass Herr Mahler 12 Jahre bekommen hat. Ich bin nun nicht der gleichen Meinung wie Herr Mahler, aber ich finde, in einer Demokratie sollte es selbstverständlich sein, dass jeder eine seine eigene Meinung haben darf. Man kann dann ja darüber diskutieren. Die UNO hat uns also bestätigt, wir sind keine Demokratie. Wir missachten die Menschenrechte. Das weiß ja jeder, ob nun angeblich die rechte Eva Herrmann oder der linke Günter Grass, wer eine Meinung hat und die auch noch wagt zu äußern, der wird von den deutschen Medien geschlachtet. Und ich habe da auch schon meine Erfahrungen gemacht. Nachdem ich den Film hier gemacht habe, waren sie auf einmal, ich muss dazu noch etwas sagen, vor 1,5 Jahren haben wir diesen Film, den Granten aus Film und Fernsehen, preisgekrönten Regisseuren und so weiter, vorgeführt. Und die haben gesagt, der Film ist großartig, aber viel zu kritisch für Deutschland. Ihr kriegt keine Unterstützung, keinen Verleih, ihr werdet auf keinem Festival zugelassen, es kommt in kein Kino, in kein Fernsehen und die Medien werden alle nicht drüber schreiben, es totschweigen. Aber das Schlimmste, aus den eigenen Reihen wird man dir den Dolch in den Rücken stoßen, weil die ist völlig unterwandert vom Verfassungsschutz und der Atomlobby. Das wissen wir mittlerweile. Ich habe 2 Berichte von der Atomlobby, von der PR-Agentur, die darin beschreibt, auf 2x40 Seiten, wie sie die Abgeordneten kauft und wie billig die sind. Im Umweltausschuss des Bundestages 5.000 Euro pro Nase, das muss man sich mal vorstellen, das ist Trinkgeld, das ist Portogeld. Oder aber wie sie die ganzen Zeitungen gekauft haben. Die Grünen und die Taz werden wegen ihrer großen Kooperationsbereitschaft gelobt. Da werden prominente Wissenschaftler und sonstige alle erwähnt und was sie gekostet haben. Und ich habe auch gemerkt, als ich diesen Film rausgebracht habe, Jahrzehnte, hat man mich, die Technik mit den Reaktoren und hier, wir sehen, wie anfällig Technik ist. Und deswegen kann anscheinend schon ein Atomreaktor nie funktionieren, kann nie sicher sein. Als ich diesen Film rausbrachte, ging eine Hasswelle los. Strom sei Ausländerfeind, Nazi, Holocaustleugner, ich weiß nicht was, ich hätte hier. Die grünen Landesvorstände von Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben sogar die Kinos bedroht, die Programmkinos, die Alternativen, die den Film zeigen würden. Sie würden die in Zukunft boykottieren. Ich muss dazu sagen, von mir stammte das Konzept der Grünen Partei. Ich habe damals 200 Vorträge gehalten. Das war in den 70er Jahren. Und 1978 war ich Spitzenkandidat der Bunten Liste in Hamburg. Das waren 200 linke Bürgerinitiativen. Und meine lila Lederlatzhose, die ich damals immer getragen habe, wurde zum Symbol der Frauenbewegung. Weil wir nämlich genauso viele weibliche Kandidaten wie männliche hatten. Also in der ganzen deutschen Geschichte das erste Mal. Weil es doch ganz klar, ich hätte ebenso gut eine Frau werden können. Es gibt keinerlei Grund, Männer oder Frauen aus irgendwelchen Gründen zu kriminalisieren oder diskriminieren oder was auch immer. Und nun sind diese Grüne, die dort sind,
Die wollen genau das Gegenteil von dem, was wir früher wollten. Umweltschutz. Umweltschutz ist nur noch eine Umverteilung von Arm auf Reich. Alles, was dort gemacht wird, sicherlich trägt Kohlendioxid mit bei zum Klimaveränderung, aber es wird damit ein Riesengeschäft gemacht, Milliarden von den Banken hin und her geschoben und vom Staat kassiert. Und letztendlich all das, was gemacht wird mit dem sogenannten Biodiesel oder was auch immer da ist, ist ja ein Riesenschwindel und zerstört die Natur in einem Ausmaß unvorstellbar. Alles, was dort gemacht hat, hat letztendlich nur einen Sinn, uns das Geld zu nehmen. Und wir sehen diesen dramatischen Abfall im Lebensstandard. 1980 habe ich als Lehrer gearbeitet und 4.400 Mark netto bekommen. Und eine Jugendstilwohnung in Hamburg-Eppendorf, das ist die bessere Gegend, mit 200 Quadratmeter gehabt, da habe ich 880 Mark warm für bezahlt. Heute könnte kein Lehrer mehr mit einem Bruttogehalt sich so eine Wohnung leisten. Junge Menschen, junge Akademiker, wenn die in Hamburg Ärzte oder sonst was, die können sich von ihrem Nettogehalt mal gerade eine 100 Quadratmeter Wohnung mit Nebenkosten erlauben. Dann ist kein Geld mehr für Essen oder Auto oder ganz zu schweigen von der Familie. Und dann sehen wir, dass Menschen, zum Beispiel muss heute Roma sagen, aus Bulgarien kommen, eine 21-Jährige, die hat auf dem Papier, dass sie 20 Kinder hat. Das kriegt sie amtlich bestätigt. Wie das biologisch möglich ist, ist mir schleierhaft. Diese Menschen kommen über die EU alle zu uns wegen Wirtschaftsflüchtlingen, sagt dann. Und da sagt dann Herr Bundesinnenminister Friedrich, das wäre ein Skandal, das dürfe man nicht dulden. Aber ich frage mich, warum er dann die Gesetze unterschrieben hat. Er musste doch wissen, was dort passiert. Ich habe ein Buch gegen die EU. Ich habe schon 1995 6 Bücher gegen die EU geschrieben. EU, Elend, Umweltschutz, EU, echt undemokratisch und so weiter. Durfte keines veröffentlicht werden. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit habe ich noch oder rede ich schon zu lange? Sonst höre ich auf, aber einfach nur, die EU ist die Mafia. Ich habe dort 2 Bücher drüber. Ich habe lange in Portugal gewohnt. Und ich habe mich gewundert, wie im Süden, wie die Menschen uns Deutschen hassen. Wirklich hassen. Und in Spanien und Portugal hatten die nie ein Problem mit Nazi und so. Das waren ja auch faschistische Diktaturen. Und ich kann es zum Teil nachvollziehen. Zum Beispiel Portugal. In dem Land habe ich ja lang genug gelebt. Da ist vor einem halben Jahr das Bundesaußenminister, Bundesfinanzminister und Wirtschaftsminister zurückgetreten. Mit der Begründung, wir müssen raus aus der EU und dem Euro, sonst kommen wir nie wieder auf die Beine. Und wollten eine Volksabstimmung. Und der Bundespräsident heißt Cavaco Silva, da war auch schon vorher schon mal Bundeskanzler. Da hatte eine Bank, die hat pleite gemacht, daraufhin hat er von den Deutschen 8 Milliarden bekommen und damit hat er die saniert und für viele Milliarden an einen Angolaner weiterverkauft. Und der hat nun gesagt, gibt keine Wahl, gibt keinen Zurücktritt, er weigert sich. Und die Portugiesen werfen uns vor, ihr habt unsere Wirtschaft ruiniert. Ihr habt den Euro, eure D-Mark unterbewertet. Ihr habt die Löhne so weit gedrückt, dass wir nicht mehr mitkommen. Und hinzu kommt, aus Griechenland sind 600.000 Akademiker, haben das Land verlassen. Das Gleiche geschieht in Spanien und in Portugal. Und diese Menschen hassen uns zutiefst. Ich weiß, in Portugal, da schießen Jäger Deutschen mit der Schrotflinte ins Gesicht. Da werden die Reifen zerstochen, die Häuser angezündet, die Grenzsteine geschoben. Und wenn man sich dann beschwert, dann kommt das Katasteramt und sagt, ja, dein Grundstück ist ja viel kleiner, das musst du jetzt ändern, mal 10.000 Euro her. Oder andere Menschen, denen reißt man das Haus Deutschen in Mallorca ab und sagt danach, sagt er dann, wieso denn das? Ja, du schuldest uns jetzt 60.000 Euro für den Abriss. Sagt er, als ich es gekauft habe, habt ihr mir doch bestätigt, dass alles in Ordnung ist. Ja, das war trotzdem nicht in Ordnung. Heißt, er hat nicht genügend Schmiergeld bezahlt.
Ist ja sogar Boris Becker und Claudia Schiffer so ergangen. Ich meine, da machen die dann einen Weg drüber, da sagen sie, meine Urahnen sind seit ewigen Zeiten über dein Grundstück quer über den Swimmingpool gegangen, lässt das einzäunen und sagt 600.000 Euro für die Wegerechte oder ist nichts. Und alle wiehern vor Freude, die Richter alle denken, war wieder einen dummen Deutschen über den Tisch gezogen. Das hat uns also der Euro eingebracht. Der Euro kann nicht funktionieren, nie. Und wir können nicht mal darüber reden. Also ich möchte jetzt auch nicht weitersprechen, weil die Zeit ist knapp. Wer mehr darüber würde, da ist allein im Buch Bankenmafia von mir mit 200 Seiten 875 Literaturangaben. Und was da drin steht, von vielen prominenten Politikern, ist zum Teil so ehrlich und so erschreckend, dass man es kaum fassen kann. Und wenn wir dann sehen, wie die gleichgeschaltete Presse über all diese Probleme schreibt bzw. nicht schreibt, alles verschweigt, möchte ich zum Schluss kommen. Es ist ja die Frage, was machen wir hier? Was ist der Sinn im Leben? Sind wir hier ganz wegen nichts, Zufall? Wie auch immer, ich glaube, es gibt zwei Gründe. Einmal glücklich zu sein, ist ja nicht ganz einfach, weiß ja jeder, kann man ein bisschen erlernen. Das Zweite ist, für das Leben zu kämpfen. Jeder sucht doch irgendwie nach dem Sinn im Leben und das findet man nicht im Konsum. Mit all den Schikanen, die ich erlebt haben muss, auch mit dem Problem, ich habe noch minus 40.000 Schulden mit dem Film, es tut mir nicht leid. Ich tue etwas Sinnvolles. Ich kämpfe für das Leben. Und es gibt nur eins, Leben oder Tod. Wir müssen handeln, wir müssen etwas tun für uns und unsere Kinder. Vielen herzlichen Dank. Danke dir, Liebe. Vielen herzlichen Dank. Also man spürt wieder. Der Mann hat gerade so an der Oberfläche gekratzt. Keine Ahnung, wie viel davon jetzt, wie soll ich mal sagen, rechtlich abgedeckt war, was man ihm da für einen Strick um den Hals legen könnte, beziehungsweise uns. Aber da war so vieles drin, das sehr bewegt hat. Die ganzen Probleme, man fühlt sich wie ein Schurke, wenn man die Wahrheit weiß, stimmt das? Ja, die Furcht, man könnte jetzt amok laufen, irgendeine Protestaktion starten. Ein Stück weit kann ich das nachvollziehen für diejenigen, die Sicherheit für Sicherheit zuständig sind. Und darum ist es immer wieder gut, erinnert euch immer auch an mein Vorwort, was AZK-Mitarbeiter, was wir selber im Herzen haben. Wir werden nicht mit Maschinengewehren irgendwas sabotieren oder was weiß ich was, aber wir werden mit der Waffe des Wortes kämpfen. Und ich glaube, das hat Dr. Strom heute gemacht, hat mit der Waffe des Wortes gekämpft. Wir müssen wissen, was läuft und das muss in die Herzen rein und ein Volk muss zu einer neuen Gesinnung kommen, zu einer, ich sag's jetzt mal, wie es heute berühmt ist, zu einer demokratischen Entscheidung kommen, dann können wir das Ding steuern. Aber das braucht ziemlich viel Arbeit und dazu braucht es euch, braucht es jeden.